Recht herzlich willkommen zur 229. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder hier im Spiel drin und wir wollten noch ein bisschen aufräumen, damit diese Zahl hier unten, die jetzt schon bei 12 ist, letztes Mal war sie noch bei 8, ein bisschen besser wird, ne? Also, gehen wir mal mit dem Bagger rein, aber wir wollten den Bagger, glaube ich, hier beim Strom machen, weil dann sieht man das besser mit dem Abreißen, ne? Weil wer keinen Strom hat, der ist hier weiß. Und dann geht das vielleicht besser, abzureißen. Und die sind ja auch alle hellauf begeistert, wenn man in der Nachbarschaft nicht solche Bauruinen hat, ne? Wo ist denn das Haus? Da war's. So. Ja, da sind noch ein paar Tote liegend hier rum. Die müssen wir noch alle abbefördern. Oh, das war ein Doppelklick sozusagen. Das ist immer noch nicht raus. Das war nämlich jetzt gerade auch einer. Das auch irgendwo, weiß ich nicht, wieso die Maus manchmal doppelt nimmt. Jetzt macht sie nur einfach. Und manchmal macht sie zweifach. Da war es auch wieder zweifach. Weiß nicht, ob ich zu lange klicke oder so. Keine Ahnung. Oder weil dahinter das Haus nochmal ist. Das könnte natürlich sein, so wie hier jetzt. Die überlappen sich. Wenn ich hier klicke, dann reißt er das ab und das auch. Das wird es wohl sein. So, das können wir ja gleich mal ausprobieren, indem wir hier mal drehen und gucken, dass wir jetzt hier mal so reinzoomen. Und wenn ich jetzt hier klicke, ne? Ja, das war wahrscheinlich zu wenig. Na, siehst du, da hat das gemacht. Hier bin ich jetzt unterhalb. Das hat geklappt. Das hat funktioniert. So, jetzt müssen wir so abreißen. Siehst du, da hat er beide gemacht. Ja, ich muss dann gucken halt, dass ich das nicht so mache, sondern irgendwo am Fuße der Fläche mache, dann passiert das auch nicht. Den Baum haben wir jetzt mit weggemacht, besser ist das. So, sieht doch ganz nett hier schon aus. Obwohl, hier wird es doch mehr und da wird es auch mehr, aber ins Minus und nicht ins Plus, das ist ein bisschen doof, ne? Wäre schon schön, wenn das ein bisschen Plus wiedergeben würde, ne? Okay. Hier ist noch was mit Minus. Zum Glück passiert das nur bei den Häusern und nicht bei den Straßen mit dem doppelten Abreißen, ne? Also habe ich jetzt so die Vermutung, ne? Da wird noch gebaut. Da auch. Es kommen ja Leute rein in die Stadt, ne? Aber vielleicht bauen sie dann schneller, wenn ich das schon abgerissen habe. Könnte sein, muss aber nicht, ne? Das wird gebaut. So. Was macht unsere Zahl hier? Wird noch schlechter, 16.000. Ich dachte, wir wollen besser werden. Leute kommen aber in die Stadt. Schon komisch, ne? Da war noch eins irgendwo. Oder auch nicht. Hier hinten noch ein paar. So, geht doch, oder? Da sind noch zwei. Na, hier hinten ist noch ganz viel. Oh, das war verkehrt. Ich weiß nicht, warum der keinen Strom hatte da gerade. Das war aber weiß, ne?
Und wird wahrscheinlich frisch gebaut, ne? Das ist ganz ärgerlich. Neue Bausubstanz und zack, kaputt. Aber die Totenköpfe sind ja schon mal ein bisschen weniger geworden, ne? Ich glaube, das hat was gebracht, was wir da letztens gemacht haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier haben wir letztens auch schon aufgeräumt, ne? Naja. Dann räumen wir halt wieder auf. Ja, hier waren wir auch. Ach, guck, da kam gerade schon Neues. Wir sind jetzt bei 93. Und, na, ich glaube, jetzt stagniert die Zahl aber, oder? 16,5. Ja, also geht sogar leicht runter wieder. Ich hoffe, wir sind jetzt an einem Scheitelpunkt angekommen, dass das Finanzielle jetzt wieder besser wird. Aber drinnen sitzen tut man nicht, ne? Das ist auch das. Wir bauen hier ab, wie bekloppt, die alten Hütten, die wir abreißen. Hier unten sind auch noch welche. Wieso sind die dunkelblau? Achso, das ist Müllverbrennungsanlage, alles klar. So. Ja, hier unten sind noch zig Häuser, die gleich wieder auch noch so werden. Aber das ist halt so. Hier liegt halt einen ungelernten Arbeiter, die fehlen wahrscheinlich. War das eine Industrie oder so? Wir müssten mal umschwenken und diese zwei Dingens machen. Aber wir sind erst am Aufräumen. Da hat es wieder ein doppeltes erwischt. Da ist nix. Das geht hier weg. Das ist alles gut. Müssen mit den zwei Müllhalden müssen wir gleich noch arbeiten. So das hinkriegen. Da kam Strom wieder rein, oder wie war das? Okay. Hier ist alles gut. Hier haben wir die Sonnenenergie noch nicht genutzt. Vielleicht sollten wir das mal tun. Okay. War das das Richtige? Ja. Die hier haben kein Wasser, oder wie sehe ich das? Das sieht wohl so aus, oder? Ne, was ist denn das? Ach, das ist eine Arztpraxis, die abgeschaltet ist. Alles klar. Oh, wir haben 25 Miese. Dann können wir gerade keine Arztpraxis anschalten. Müssen wir weiter gucken. Dass wir hier noch ein paar tausend Häuser loswerden. Die dann neu gebaut werden. So. Geht doch, oder? Unsere landwirtschaftliche Industrie ist auch da, ja. Shit, da hat es wieder ein richtiges erwischt.
So. Hier sind wir auch durch. Das sind nur drei, die nehmen wir gerade noch mit. Oh, hier haben wir wohl eine Ecke verpasst. So, das war auch fertig. Das da jetzt wackeln. Waren wir hier noch nicht? Doch, hier waren wir auch schon. Das sind schon wieder neue. Okay, hier sind ein paar mehr. Die nehmen wir alle mit. Das ist auch gut. Am Ende werden die sowieso von den abgerissen, die da neu bauen. Aber wir wollen ja ein bisschen hier die Stimmung erhöhen. Das hier, sag schon, die gerne schon bauen. Hm, schade. Ja, lass so. So, gut. Und hier unten ist jetzt noch irgendwo das Viertel, wo wahrscheinlich zig noch sind. Geht eigentlich, aber waren wir heute schon dran, oder? Weiß ich gar nicht. Könnte auch sein, dass wir hier schon gebracht haben, ne? So. So, jetzt haben wir 21.000 Miese. Irgendwie müsste sich das jetzt mal langsam erholen da unten. Sonst ist das nicht so dolle mit dem Geld. So, gut ist. Der ist da. Da. Doppeltes. Läuft. Um Berg ist alles schön. Da ist auch ein Observatorium, ne? Observatorium, so heißt das Ding. So, passt. Die Arztpraxis da oben ist noch zu. Was ist denn da noch? Achso, das war mein Bagger, den ich da wahrscheinlich gesehen habe. So, das ist jetzt mit Abreißen gut. Jetzt schauen wir weiter. Finanziell beruhigt sich's jetzt gerade auch etwas. Wir sind auch gleich schon wieder bei 100.000. Das geht. Es ist kalt, 3,5 Grad. Wie sieht's denn überhaupt so aus mit Wasser und Wärme? Ist gut da oben. Abwasser ist auch gut. Sieht's mit dem Müll aus? Das ist auch okay. Aber da haben wir ja noch zwei Stellen gehabt, die wir machen können, ne? Dann sollten wir mal gerade da hingehen. Hier war das. Einmal dort. Das war da und es war da. Das ist erledigt. Die sind alle abgeschaltet. Der da auch, ne? Ja. Der wird geräumt. Die beiden auch. Ist aber keiner leer. Nö, wohl nicht. Was haben die für Probleme hier? Zu wenig Kunden oder was? Ne, Kriminalität ist so hoch, okay. Dann bräuchten wir mehr Cops. So weit, so gut, ne? Da ist noch was, ein Friedhof. Kein Platz mehr. Und hier drüben war auch so. Ne, ist was anderes. Was haben die? Steuern zu hoch, ja, das könnt ihr euch abschminken. Wir setzen jetzt nicht die Steuern um, weil ihr seid die Einzigen, die das meinen. So, hier waren auch noch Friedhöfe irgendwo, aber die sind wohl alle am Laufen, da hinten.
Gut, passt erstmal. Hier ist aber noch einer. Kein Platz mehr. Arbeiten wir dran. Und so sieht es eigentlich ganz gut jetzt gerade aus. Da wurde der Bodenrichtwert erhöht. Der Pfeil nach oben zeigte das an. So. Hier ist alles gut. Ja, hier hinten ist noch was. Ist voll. Ist voll. Mal gucken, dass die anderen noch mal leer werden. Friedhöfe sind wohl okay. Ja, hier ist noch viel Bebauung dazwischen, die man noch machen könnte. Und hier fehlt ein Stromanschluss, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wild, weil wenn da Häuser kommen, dann ist es, aber wir haben hier noch eine Verbindung da irgendwo und so, ne? Geht. Gibt Schlimmeres. Soweit, so gut. Was haben wir hier für Sachen? Ah, noch ein paar, die zu steuern, die zu hohe Steuern reklamieren. Hier ist die Bergstraße. Naja, läuft, ne? Hier läuft's auch. Erstmal soweit alles gut, oder? Hier ist ein Taxistand. Oh, wir haben 17.000 plus. Wow. Hol mal gerade den Taxistand auf. Was ist hier? Da ist die Bahn zu Ende, das ist das Problem. Aber das ist nicht schlimm, weil da fährt sowieso keiner rein. Die Wendeschleife ist ja hier. Ich glaube, da hatten wir was probiert und nicht geschafft oder sowas. Weiß ich auch nicht mehr. Schon zu lange her. So. Das heißt, der Taxistand läuft. Irgendwo haben wir noch ein paar Ärzte, die wir aktivieren hätten können. Kleiner Spielplatz läuft. Den Taxistand machen wir mal auch an. Und das ist die Arztpraxis, ne? Komm, die machen wir auch an. So, dann wollen wir mal gucken, was die Tabellen hier so gerade noch sagen. Wasser ist vorzüglich, überall vorhanden. Alles gut. Ne, Strom war es, nicht Wasser. Wasser ist das. Aber Wasser sieht genauso gut aus. Alle haben Wasser. Alle sind glücklich mit Wasser. Ist auch noch genug da. Wie war es beim Strom überhaupt? Auch noch passend. Dann das nächste Übel ist der Müll. Müll ist immer ein Übel. Aber soweit sieht es eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Wird wohl überall abgeholt. Hier ist ein bisschen schlechter, ne? Da sind ein paar Tonnen, die nicht abgeholt werden. Das wäre jetzt hier, aber würde ich jetzt auch nichts machen wollen. So, Bildung ist da gut für Grundschule. Ja, das können wir so lassen. Hier ist ein bisschen schlechter, aber wir wollten ja auch Gebiete haben, wo nicht so gut ausgebildet wird. Für die Industrie, die ungebildete Arbeiter haben wollen. Hier wächst dann das Problem mit der Oberschule, ist auch klar. Hier haben die gar keine Ausbildung. Alles ist gut. Uni, da nix. Das brauchen nicht alle studieren, ist auch klar. Es gibt aber Studenten, die wir haben und die sind dann hier um diese Uni rum. Und ist das auch einer? Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Universitäten, wenn nicht sogar drei, weil ich glaube, das da ist auch noch einer. Naja, das reicht dann aber auch. Ist ja auch super bis am Anschlag. Oberschule ist ein bisschen knapp, Grundschule ist ganz schlecht. Da müsste man überlegen, was man da macht, ob man da nicht noch irgendwo was hinbaut. Ne, wir wollen das mal so lassen. Das ist alles ziemlich gut hier. So, Gesundheit läuft, würde ich sagen. Oh, die sind hier ein bisschen am Meckern, ne? Muss da noch eine Arztpraxis hin? Komm, zack. Hier ist ja noch Platz, ne? Aber dann müsste die hier rein. Aber geht, na komm, da geht's hin und dann machen wir das auch so. So, da muss das aber auch grün werden. Und Bestattung ist da komischerweise in dieser Zeile genauso schlecht wie die Beerdigung, ne? Ist wohl ein anderes Problem. Beerdigung, ja doch, Bestattung. Gesundheit, das müsste doch jetzt alles grün werden, wenn die da, auf jeden Fall das Haus und das, ey, wenn das nicht grün wird. Ich glaube, da liegt ein anderer Bug vor.
Einbahnstraße ist das ja nicht, ne, oder? Was haben die denn für Probleme? Oh, naja. Die haben jetzt keine Probleme mehr. Aber wieso ist der Bagger noch an, wenn er nicht an ist? Das muss mir noch einer erklären. Ach, da habe ich jetzt ein Ding ins Arztpraxis gerade gebaut. Okay. Naja, dann. Kranke Bürger. Da bricht die Epidemie aus. Oder brauchen die ja ein Krankenhaus? Wo ist denn hier das nächste Krankenhaus? Das ist eine Praxis, ne? Ja. Das auch. Das sind alles Arztpraxen. Könnte sein, dass da eher ein Dingens verlangt ist. Ein Krankenhaus. Wir haben ja hier Platz, oder? Wo ist denn das? Nee, das machen wir schon schön hier hin. Zack. Die sind jetzt alle glücklich. Jetzt müssen die auch alle grün werden, oder? Was ist das denn hier? Ach, das war die Sauna. Danach gibt's noch was. Rettungshubschrauberdepot, okay. Ja. Ja, wie diese Zeile dann noch werden wird, weiß ich auch nicht. Interessant ist, dass wir da jetzt zwei Arztpraxen haben. Und wir machen die eine mal wieder zu. Das hat ja keinen Sinn. Die ist ja definitiv da falsch am Platz. Ja, die möchte ich entfernen. Weil definitiv da nicht zwei hin müssen. Das ist ja hier auch eigentlich schon eine. Also die ist auch schon über. Was die hier für ein Problem haben, keine Ahnung. Die haben ein ganz anderes Problem, denke ich. Die sind krank von der Industrie, das wird sein. Ja, da gehe ich mal von aus. Wenn wir da mal was ändern, dann sieht das besser aus, ne? Lass uns doch mal hier Kommerzien machen. Das geht doch und das geht doch auch. Dann wird die andere Seite bestimmt gleich auch schon besser werden. Vielleicht rückt auch der eine oder andere Industriebetrieb dann von alleine ab. Dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Und dann würde ich auch sagen, Leute, wenn ihr kein Abo habt, dann abonniert mich. Und wenn ihr Bock habt, das gut zu finden, dann macht mal einen Daumen hoch. Und wer... sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.